möchte über Angst und Furcht sprechen. Der Hintergrund ist, dass ich vor einiger Zeit mal einen Text von Helmut Hecker gefunden habe, in dem dieses Thema recht ausführlich dargestellt ist. Und es hat mich sehr inspiriert, darüber mal zu reden, weil es ja auch ein Thema ist, das viele Menschen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes emotional berührt. Und das ist eine ganze Menge Stoff. Ich habe bei meiner Vorbereitung gemerkt, dass man da mit einem Abend nicht zurechtkommt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon darauf einstellen, dass das Thema das nächste Mal nochmal behandelt wird. Heute Abend will ich zunächst mal einfach mehr oder weniger nur beschreiben, was das für ein Phänomen ist, was Angst und Furcht überhaupt bedeutet. Und das nächste Mal die Frage stellen und beantworten, wo kommt sie her? Was sind die Ursachen, Hintergründe dafür? Und vor allen Dingen, ja, wie geht man mit um? Welche Möglichkeiten gibt es, ja, da die Lehren draus zu ziehen und eine praktische Handhabe auch zu finden? Zunächst vielleicht zur allerersten Einordnung. Was ist Angst oder Furcht? Man könnte sagen, dass das eine Reaktion erstmal ist auf eine Situation der Bedrohung. Und da hilft das Pali-Wort, Klammer auf, ich mache immer mal so ein bisschen Sprachunterricht zwischendurch, Bayang ganz gut, um uns darauf schon aufmerksam zu machen, welche beiden Komponenten damit verbunden sind. Nämlich die Komponente, dass so etwas wie eine objektive Situation da ist. Und die Komponente, dass subjektiv man das entsprechend empfindet. Und Angst ist nichts anderes als eine Abwehrreaktion gegenüber einer Situation, in der man gerade ist. Und zwar deshalb, weil man sich als schwächer empfindet gegenüber etwas anderem, was man als stärker und damit als bedrohlich empfindet. Und es kann sich manifestieren in bestimmten Personen, in Wesen, diese Bedrohung. Und es kann sich auch manifestieren in Lebenssituationen, also in Ereignissen, in äußeren, nicht personalen Dingen. Oder anders gesagt, es kann ein subjektives, ja, Empfinden sein und etwas, was man scheinbar im Außen wahrnimmt. Oder nochmal anders gewendet, Angst kann man projizieren in etwas, was man sinnlich wahrnehmen kann, aber auch in etwas, was man in Anführungsstrichen nur innerlich wahrnimmt. Also Angst vor dem, was da sich tut, oder Angst vor dem, was sich dort tut. Und das hat immer etwas mit Desillusionierung auch zu tun. Weil man immer in dieser Situation merkt, ich bin schwach oder ich fühle mich schwach und bin jetzt einer Umgebung ausgeliefert oder ausgesetzt, die mit mir machen kann, was sie will, und ich kann mich dagegen gar nicht wirklich wehren. Nur da, wo Verletzbarkeit ist, nur da kann Gefahr entstehen. Wenn man sich völlig sicher fühlt, völlig unverletzbar, völlig unirritierbar, wo sollte da irgendeine Bedrohung auftauchen? Und da habt ihr schon einen ersten Hinweis, wie das Thema auch praktisch angegangen werden kann, wie das Thema gelöst werden kann. Vielleicht noch einen Satz zum Sprachgebrauch. Es gab mal eine Zeit, da hat man zwischen den beiden Phänomenen Furcht und Angst unterschieden. Das kam aus dem Existenzialismus und der Psychologie, die diesem Existenzialismus nahestand. Die haben die Unterscheidung gemacht, dass Furcht etwas ist, was man vor etwas Konkretem hat, während Angst eher etwas Unbestimmtes ist. Da weiß man nur, es geht mir nicht wirklich gut, aber da ist eine Bedrohung, aber ich kann sie gar nicht richtig einordnen. Mittlerweile ist diese Unterscheidung wieder kassiert, weil sie doch ein bisschen willkürlich ist. Wenn man genau hinguckt, kann man gar nicht genau unterscheiden, was ist jetzt innen, was ist außen. Das hängt so eng miteinander zusammen, dass es nur eher eine Hilfskonstruktion ist. Heißt auf Deutsch, dass ich diese beiden Worte, also Angst und Furcht, synonym gebrauchen werde. Ich brauche sie beide und meine im Grunde immer das Gleiche damit. So, jetzt könnte es eigentlich losgehen, und die Hauptfrage, die ich heute stellen will, das ist sozusagen
thematischer Schwerpunkt. Wovor kann man denn überhaupt Angst und Furcht haben? Da wird man sehen, dass das eine ganze Menge ist. Und ich werde das natürlich nicht nur jetzt irgendwie psychologisch darstellen, sondern ihr wisst, dass mein Hintergrund immer die Lehren des Buddha sind. Ich werde also immer gucken, welche Belehrungen hat der Buddha zu welchem Thema speziell gegeben, und das will ich heute Abend ein bisschen referieren. So, vor was kann man Angst haben? Das Erste, was mir eingefallen ist, vor anderen Menschen. Denn der Mitmensch ist nicht immer nur Grund zur Freude und zur Beglückung, nicht? Sondern der Mitmensch ist ja oft auch Grund für Angst, die man hat. Und wenn man da den Buddha befragt, wie sieht es konkret aus oder wie beschreibst du das, hat er einen sehr schönen Satz, den man aber, glaube ich, wie oft erklären muss. Er sagt Folgendes: Es gibt den Schrecken, verursacht durch Fürsten, und den Schrecken, verursacht durch Räuber. Jetzt wird man erstmal sagen, ja, Fürsten, die gab es im letzten Jahrhundert, war auch schon immer so lange, ja. Warum hat man Angst vor Fürsten? Aber Fürst steht für Staat, für eine Instanz, die sozusagen über uns steht, die Macht und Einfluss hat, der wir uns ausgeliefert sehen. Das können einzelne Personen sein, Machthaber, die entweder gewählt sind oder diktatorische Kompetenzen haben. Das können Institutionen sein, nicht? Staatliche Verwaltung oder Gerichte, was auch immer. Die können uns entweder legal was aufbrummen oder illegal, spielt gar keine Rolle, aber immer haben sie eine, ja, Autoritätenkompetenz, die uns auch mal Angst machen kann. Vielleicht haben wir Sorge, was der Bundestag das nächste Mal über die Steuern beschließt, die sie uns dann abknüpfen wollen. Ja? Das wäre noch harmlos. Oder wir haben Furcht, dass uns auf dem Heimweg, weil wir vielleicht ein Bier getrunken haben, die Polizei einen Führerschein abnimmt. Oder in der frühen deutschen Geschichte oder in der letzten deutschen Geschichte aktuell nicht. Man kann Angst vor der Stasi haben, die einen bespitzeln kann. Also ihr seht, das ist gemeint, wenn hier Stichwort summarisch Fürst genannt werden kann. Und aktuell sehen wir das ja, wenn wir uns diese Frage mal stellen. Wir können doch mal überlegen, schafft unsere Regierung oder schaffen die Regierungen überhaupt die Finanzkrise in den Griff zu kriegen? Was wird denn aus unserem Gesparten so ungefähr? Ja? Oder wie sieht es mit kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa aus? Kommt da auf uns etwas zu oder bleiben wir davon verschont? Also all das lässt sich unter dem Stichwort Fürst oder Fürsten behandeln. Auf die Situation von heute bezogen, glaube ich, sehr einleuchtend, dass da eine ganze Menge Dinge im Raum sind, vor denen man Angst und Sorge haben kann. Und eine Kleinigkeit will ich auch noch zitieren, weil die oft sehr lebenspraktisch ist. Da heißt es im Kanon, da hat jemand Angst vor Strafe. Das lese ich vor. Es gibt die Furcht vor Strafe. Was aber ist die Furcht vor Strafe? Da sieht einer, wie die Fürsten einen Räuber, einen Übeltäter verhaften lassen und mancherlei Strafen verhängen. Peitschen, Stock- und Rutenhiebe, das Abhacken der Hände, der Füße oder der Füße und der Hände. Da sind wir drüber raus. Also diese Art von Strafe gibt es heute nicht mehr. Aber trotzdem, man kann eingebuchtet werden, wenn man sich daneben benimmt. Man kann eine saftige Geldstrafe bezahlen müssen. Also das ist eine konkrete Furcht, die aber sich auf die bezieht, die entsprechend illegal agieren oder kriminell agieren. Und damit bin ich auch schon beim nächsten Punkt, denn der Erwachte nannte ja neben den Fürsten auch noch die Räuber. Und die stehen exemplarisch für das, was wir heute die Zivilgesellschaft nennen. Also nicht Staat, sondern das, was die Menschen in der Gesellschaft einander sind oder nicht sind. Stichwort ist Kriminalität. Und da fällt uns auch jede Menge ein, was bedrohlich ist. Während wir hier sitzen, bricht vielleicht einer zu Hause ein. Oder schlägt die Autoscheibe kaputt und holt sich was. Oder wir gehen im Dunkeln nach Hause und schon haben wir etwas über die Rübe gekriegt.
Oder während wir hier so nett plaudern, räumt uns einer das Konto leer, weil er aus dem Internet irgendwelche Daten von uns abgefischt hat und sich jetzt damit bedient. Das sind die beiden Punkte, vor denen man im Wesentlichen Angst haben kann, vor den Mitmenschen. Entweder, dass man materiell geschädigt wird oder dass man an Leben, Leib und Gesundheit geschädigt wird. Also das zum Stichwort Fürsten und Räuber. Und noch was Drittes, was uns heute vielleicht ein bisschen seltsam vorkommt, aber im Kanon taucht das immer wieder mal auf, dass man Angst haben kann vor Menschen mit übernatürlichen magischen Fähigkeiten. Nicht? Also im alten Indien war das eine Selbstverständlichkeit, weil man da glaubte oder wusste, dass es Menschen gibt, die über andere spirituelle, geistige Fähigkeiten verfügen, als es der normale Mensch tut. Und da wird immer mal berichtet, gerade in den vorangegangenen sogenannten alten Zeiten, dass es da die Seher und Magier gab, die mit einem Gedanken, mit einem Zorngedanken heißt es, ganze Landstriche verwüsten konnten oder ganze Ortschaften zerstören konnten. Da wird man heute im Westen eher drüber lachen, für die Inder waren, ist das eher eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mal nachgedacht, wie ist das sozusagen in meiner Erinnerung? Und da fiel mir ein Phänomen ein, vielleicht kennt das der eine oder andere noch. Also als ich jung war, gab es ja keine Sinti und Roma. Damals gab es Zigeuner. Und vor Zigeunern hatte man Angst. Ja? Ob auf Vorurteil beruht oder nicht, sei mal dahingestellt. Vor was hatte man Angst? Wenn da jemand kam und bettelte, hat man dem was gegeben. Weil man Angst hatte, dass man sonst irgendwie verflucht wird oder den bösen Blick verfällt oder irgendwie da Schaden davon trägt, weil einfach man unterstellt hat, die können vielleicht was, die können vielleicht mir einen Schaden anrichten, ohne dass die mir überhaupt ins Haus kommen. Nicht? Also das sind so rudimentäre, auch eine Möglichkeit, Angst zu haben, wenn es dunkel ist. Ja? Warum, das können wir später nochmal klären. Also wenn es hell ist, ist es immer angenehmer, als wenn es dunkel ist. So, also erster Block, Angst vor anderen Menschen. Zweiter Block, Angst vor Tieren. Jetzt sind ja Tiere Wesen, zu denen man oft ein sehr nahes Verhältnis hat, unsere Haustiere etc. etc. Kennt ihr? Gut. Aber wenn man auf der Straße entlang geht und es kommt so ein fletschender Pitbull entgegen, da sieht so ein Tier auf einmal ganz anders aus. Ne? Oder wenn man im Allgäu über die Wiese läuft, auf einmal kommt so ein Bulle dahergerannt, da ändert sich unsere Gemütslage. Ne? Ganz, ganz offensichtlich so. Aber auch im Kleinen ist es ja so. Die müssen ja nicht nur groß und mächtig sein. Der eine hat Angst vor einer Spinne, nicht? Der andere möchte nicht von der Wespe gestochen werden. Der dritte macht keine Zecken, Ameisen, was auch immer. Und im übertragenen Sinne, man kann auch Angst haben, sich mit Bakterien oder Viren anzustecken. Also das würde in etwa in diese Richtung gehen. Im alten Indien war eine Kategorie noch besonders im Vordergrund, heute auch noch. Das sind die sogenannten wilden Tiere. Nicht? Also Tiger und Schlange und Elefant, das waren alles Wesen, Tiere, die schon einen angsteinflößenden Charakter hatten, wenn man ihnen begegnete. Und ich hörte dieser Tage auch im Radio, dass in Hessen wieder Wölfe unterwegs sind. Nicht? Also auch da eine Angst, die mal weg war, die war ausgerottet. Und die kommt jetzt langsam wieder zurück, weil die Schafzüchter Angst haben, dass die Wölfe ihre Schafe reißen und die Jäger Angst haben, dass so ein Reh fehlt am Ende des Jahres. Also ihr merkt, dass die Dinge auch da ein bisschen fließend sind und die Objekte, vor denen wir Furcht haben, die können variieren. Dritter Block, ich habe mir aufgeschrieben, Angst vor Naturgewalten oder vor Materie. Und da gibt der Buddha auch eine Definition oder so einen Merksatz. Es gibt den Schrecken verursacht durch Wasser und es gibt den Schrecken verursacht durch Feuer. Nicht? Wir haben uns gelegentlich schon drüber unterhalten, was denn Materie, was Materielles ist. Und kennen die Definition des Buddha, der sagt, Materie lässt sich definieren als diese großen
oder vier großen Gewordenheiten, die vier Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft. Das ist so eine analytische Kategorie. Und wir alle wissen, dass Materie uns sehr nützlich sein kann, aber umgekehrt auch jede Menge Schaden anrichten kann. Und das kann man anhand dieser vier sehr gut darstellen. Fangen wir mit dem Erdelement an. Das ist immer das Feste, das Stabile. Ja, wir haben Angst, dass uns ein Ziegel auf den Kopf fällt. Deshalb setzen wir einen Helm auf. Wir haben Angst, dass uns ein Auto von vorne da reinfährt. Deshalb haben wir einen Gurt und deshalb haben wir einen Airbag. Mancher Skifahrer traut sich nicht auf eine bestimmte Piste, weil er denkt, da rutscht mir die Lawine weg. Entweder ich bin tot oder alle im Tal sind tot. Oder was man immer wieder auch in den Nachrichten hören kann, wenn irgendein Erdrutsch, ein Bergrutsch, ganze Dörfer sozusagen platt macht. Wir sehen das Erdelement im Kleinen, individuellen, aber auch im großen Maßstab immer als Nutzen und auch als manifeste Bedrohung. So, kommen wir zum Wasser. Ja, auch da wissen wir nicht, ob jetzt gerade zu Hause die Dusche überläuft, weil wir vergessen haben, sie abzustellen, oder der Schlauch von der Waschmaschine kaputt geht, oder ob der nächste Starkregen ansteht, ja, der unseren Keller überflutet, oder ob das passiert, was vor ein paar Wochen in der Hanauer Landstraße passiert ist, dass da ein Wasserrohrbruch mit den Verkehr über Tage hinweg einfach lahmgelegt hat. Alle diese Dinge. Oder denken wir mal global, nicht, was das sogenannte Wasserelement bringen kann, wenn wir an die Nachrichten denken, ja, Wasserspiegel, Meeresspiegel steigt, was das für eine Bedrohung bedeutet, sozusagen universell, also nicht nur für den Einzelnen, sondern ja für ganze Länder, für Erdteile oder für Städte. So, Feuer wäre das nächste Element, das nächste der vier. Ja, Feuer, da wärmen wir uns dran, okay, da haben wir es ganz gern. Aber wenn wir am Neujahr, weiß ich, eine Rakete zünden, haben wir eine Blase an der Hand oder ein Loch im Pullover. Ja, das sind so die kleinen Gefahren, die mit Feuer verbunden sind. Oder wir schlafen mit unserer Zigarette im Bett ein. Auch keine wirklich gute Situation, die daraus entsteht. Oder Blitz und Donner, Vulkanausbrüche. Ja, da ist das Feuerelement in einer Dimension, wo es wirklich bedrohlich ist. Oder auch da wieder ganz global gedacht, die tiefe Furcht, die heute ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber vor ein paar Jahrzehnten ganz manifest war, gibt es auf dieser Erde irgendwann mal eine atomare Auseinandersetzung? Gibt es da sowas wie einen Atomkrieg? Das wäre ja das Feuerelement in einem wirklich extremen Ausmaß. Bleibt die Luft, die harmlos scheint, wir brauchen sie zum Atmen. Hätten wir sie nicht, wären wir gleich tot. Aber auch Luft macht manchmal Probleme. Wir haben Sorge damit, wenn wir über den Main laufen und eine Windböe unseren schönen Hut da ins Wasser bläst oder der Schirm ist gerade aufgespannt und eine Sturmböe zerfetzt unseren schönen neuen Schirm. Oder ganze Dächer werden ja heute abgedeckt durch Windhosen, die man sonst nur aus den Nachrichten und von Amerika kannte, jetzt gönnen wir das in Vogelsberg oder sonst wo auch. Also all das ist jetzt nur beispielhaft für die Repräsentanz der sogenannten unbelebten Natur, die uns einerseits Heimat ist, andererseits aber Grund für Bedrohung und Sorge. Was ich bisher vorgetragen habe, ist eigentlich nur Erinnerung an etwas, was wir alle wissen. Das ist nicht wirklich sensationell, was ich gesagt habe. Es ist einfach nur ein Merkposten. Aha, so ist es. Und ich komme jetzt mehr in die Richtung, Objekte oder auslösende Momente von Angst vorzustellen, an die man nicht unmittelbar sofort denkt. Wieder den Buddha mit einem Hinweis. Es gibt die Furcht vor eigenen Vorwürfen, und die Furcht vor fremden Vorwürfen. Das sind zwei subtilere Formen von Furcht. Nämlich, dass unsere Gemütsstimmungen, dass es eingetrübt wird, Gemütseintrübungen durch Vorhaltungen, die wir uns entweder selbst machen
oder die andere machen. Nicht? Was aber ist denn die Furcht vor eigenen Vorwürfen, fragt der Buddha und antwortet auch. Da denkt einer bei sich, wie nun, wenn ich in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führe, möchte ich mir da nicht selber im Punkte der Sittlichkeit Vorwürfe machen. Also das ist das, was die Psychologie Schuldangst nennt. Der Laie nennt es Gewissensbisse. Das ist dieser Konflikt zwischen Handlungen, die wir begehen, die nicht ganz wirklich in Ordnung sind, wo wir aber ein besseres Wissen haben. Wir wissen zugleich, dass das nicht in Ordnung war. Und diese innere Spannung ist etwas, was uns bedroht, was uns sozusagen an den Kragen will, weil es uns ungemütlich macht. Und das ist etwas, was wir in der aller Regel nicht wahrhaben wollen. Wir gucken weg und verdrängen das. Aber ja, verdrängt heißt nicht weg, das kommt. Und das beschreibt der Buddha sehr eindrücklich, in welchen Zusammenhängen und wann das auftaucht. Wenn der Tor auf einem Stuhl Platz genommen oder auf einem Lager sich hingelegt hat oder auf der Erde ausruht, so sind es die bösen Taten, die er früher getan, schlechte Handlungen in Werken, in Worten und Gedanken, die um diese Zeit über ihn kommen, über ihn niedersinken, über ihn herabziehen. Gleich wie die Schatten der Gipfel hoher Berge um Sonnenuntergang über die Ebene kommen, über sie niedersinken, über sie herabsinken. Ebenso nun auch sind es, wenn der Tor auf einem Stuhl Platz genommen hat, die bösen Taten, die er früher getan, schlechte Handlungen in Werken, Worten und Gedanken, die um diese Zeit über ihn kommen, über ihn niedersinken, über ihn herabziehen. Da wird dem Toren also zumute, nicht habe ich doch günstig gewirkt, habe nicht heilsam gewirkt, habe keinerlei Scheu gekannt, Böses habe ich getan, grausam bin ich gewesen, Frevel habe ich verübt. Das ist ein bisschen eine Extremsituation, aber sie soll verdeutlichen, um was es geht. Und um was geht's? Im Grunde um nichts anderes als um die Konfrontation mit sich selbst. Wir beherrschen hervorragend die Kunst, uns von uns selbst abzulenken, nicht hinzugucken, was passiert in mir, was ist denn da los, sondern dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer nach außen richten, immer irgendwas zu tun oder zu erleben haben, merken wir nicht, welches Bedrohungspotenzial sich in uns aufbaut. Und es baut sich deshalb auf, weil wir bewusst oder unbewusst diese Schuldgefühle in uns aufziehen. Und das sind keine eingeredeten Schuldgefühle, sondern das ist das Registrieren unseres besseren Wissens. Da hast du Mist gemacht, da hättest du besser anders gehandelt und das war nicht wirklich okay. Und diese innere Disharmonie, die empfinden wir als Bedrohung, wenn wir hingucken. Und hingucken müssen wir mehr oder weniger, wenn wir mal zur Ruhe kommen. Mitten im Trubel, mitten im Gewühle fällt uns das nicht auf. Nur wenn es mal still wird, da wird die Stille zur Bedrohung, weil da das Innere sozusagen aufbricht. Auch da gibt es ein schönes Beispiel im Kanon, das ich nur kurz referieren will. Da gab es einen König Ajatasattu hieß der. Der hatte in jüngeren Jahren seinen Vater umgebracht, weil er auf den Thron wollte. Das ist ja nicht unüblich, sowas. Und als der Vater weg war, als er auf dem Thron war, hat er gemerkt, Gewissensbisse haben ihn gequält. Und er ist dann zu den verschiedenen spirituellen Lehrern, hat sich Rat geholt. Was kann ich denn machen? Was soll ich denn tun? Und nach dem Buddha hat er besucht und hat sich Rat geholt. Und die Situation ist folgende. Er geht mit einem Begleiter abends, stille, dunkel, ins Kloster oder will da hingehen. Und unterwegs beschleicht ihn eine Angst. War nämlich keine Wache um ihn herum. Und er denkt zu seinem Begleiter, sagt er, du wirst mich doch jetzt nicht umbringen. Ja, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist an sich ganz klar. Dieser Mann hatte immer wieder Marmottgedanken im Auge, bevor er die Tat begangen hat. Und diese Schatten haben ihn nie mehr losgelassen.
Und als er dann jenseits der Regierungsgeschäfte und des Alltagstrubels mit sich allein war, sozusagen in dem Dunkel, in dem Wald, da ist diese Angst hochgekommen und hat sich sozusagen mächtig vor ihn hingestellt. Ja, das mal als Beispiel. Angst vor eigenen Vorwürfen. So, aber es ist auch die Möglichkeit gegeben, dass einem anderer Vorhaltungen macht. Was aber ist die Furcht vor fremden Vorwürfen? Da denkt einer bei sich, wie nun, wenn ich in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führe, möchten mir da nicht andere in Punkte der Sittlichkeit Vorwürfe machen. Also hier ist das Ganze gespiegelt und der Buddha nimmt ins Auge das persönliche Umfeld der Menschen. Wir leben ja nicht allein, sondern haben immer Menschen um uns herum. Und was hier angedeutet ist, hat man früher in dem schlichten Satz ausgedrückt, was werden denn die Leute sagen, wenn die rauskriegen, dass ich das und das. Das ist einmal die Furcht vor Strafe, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, man hat Furcht davor, wenn die rauskriegen, wie ich wirklich bin. Ja, da ist mein Image dahin. Da ist das glänzende Bild, das ich die ganze Zeit zu verbreiten suche, das ist fort. Ne? Dann werde ich nicht mehr anerkannt, da werde ich nicht mehr geschätzt, da werde ich nicht mehr geliebt, da werde ich ausgegrenzt. Ne? Das ist eine Angst, die sozusagen unmittelbar auf den Status des eigenen Ich zielt, mit demselben Hintergrund, dass man Dinge tut, von denen man weiß oder vermutet, dass die nicht wirklich in Ordnung sind. So, Punkt. Das heißt, nächster Punkt. Wird der eine oder andere von euch vielleicht inneres Fragezeichen machen oder lächeln, wie auch immer, ist die Angst vor jenseitigen Wesen. Das kommt dem materialistisch gestellten oder eingestellten Menschen heute seltsam vor, weil man über sowas überhaupt redet, dass es da Wesen jenseits des Sichtbaren gibt. Aber diese Einschätzung, das ist ja nur Aberglaube, das ist ja Einbildung, das ist ja nicht real, wurde und wird nicht wirklich von allen Menschen geteilt. Diese Haltung, diese Angsthaltung vor anderen Wesen ist eine sehr verbreitete. Beispiel sind die sogenannten primitiven Völker, bei denen Geisterfurcht etwas völlig Normales ist, etwas Selbstverständliches, weil sie davon ausgehen, dass es Wesen gibt, die jenseits unserer Erfahrungsschwelle existieren. Oft werden die mit den Ahnen sozusagen identifiziert und in Verbindung gebracht. Und man hat Sorge, ob die und wie die in unser Leben eingreifen, ob die uns schädigen oder irgendwas Dummes mit uns machen. Und diese sogenannten primitiven Völker haben viele Rituale und Möglichkeiten entwickelt, um damit umzugehen. Aber auch in den hochentwickelten, in den sogenannten hochentwickelten Gesellschaften ist das Phänomen nicht unbekannt. Denken wir nur an die Furcht, die viele, viele, viele Menschen haben vor einem allmächtigen, allsehenden Gott. Nicht? Also die ganze Christenheit war ja doch über Jahrhunderte bestimmt davon, da ist einer, der hat mich genau im Blick. Und wenn dann irgendwann mal die Abrechnung kommt, nicht, dann ist Heulen und Zähneklappern so ungefähr. Und das Mittelalter, nicht, das war ja noch mehr geprägt auch von der Furcht vor dem Teufel. Der lauerte ja an jeder Ecke. Oder Gespenster und Geistwesen, die man nicht wirklich sehen und beherrschen konnte. Dieser Glaube oder diese Angst ist ja auch weit verbreitet. Ich gehe auf diesen Aspekt ein bisschen näher ein aus zwei Gründen. Einmal, weil er mehr in diesen Bereich des Spirituellen geht, nicht so sehr dieses weltlich Allgemeine berührt wie vorher. Und zum anderen, weil, vielleicht zu eurer Überraschung, auch der Buddha sehr oft über diese Arten und diese Formen von Furcht gesprochen hat. Also für ihn war das auch eine Gegebenheit, eine reale Gegebenheit, wie die Gefahren durch Feuer, die Fürsten und die Räuber auch. Und es gibt im Pali-Kanon viele Beispiele auch für die Bedrohung durch die Wesen, die wir heute Teufel nennen. Da gibt es ein ganzes Samyutta, das heißt eine ganze Sammlung von
kleineren Lehrreden, wo dieser Verführer beschrieben wird, wie er sich sozusagen an die Mönche und Nonnen heranmacht, um ihnen Angst zu machen. Da gibt es so eine Formel, die hieß etwas so: Da nun begab sich Mara, das ist der Ausdruck für den Teufel, da nun begab sich Mara, der Böse, in dem Wunsche bei der Nonne XY Angst, Zittern und Hautschaudern hervorzurufen und sie von der Meditation abzubringen, dorthin, wo sich diese Nonne befand. Aber gab es oft genug Fälle, so, ja, ist gut, mach du dein Ding, ja, du kannst nicht anders, so ungefähr. Also ich deute hier schon an, dass das Phänomen, automatisch in einer bestimmten Situation Angst zu haben, nicht selbstverständlich ist. Und ein anderes Beispiel wird genannt, wo ein junger Brahmane mit dem Buddha diskutiert, und da geht's heftig zu, und dieser junge Mann, Ambato hieß der, wollte eine bestimmte Frage des Buddha nicht beantworten, weil sie wäre für ihn peinlich gewesen, die Antwort. Und er hatte sich immer sozusagen geweigert. Und dann heißt es, dass er dann vor sich oder über sich einen Yaka, ein jenseitiges Wesen sah mit einem Hammer in der Hand. Und der hat gedroht, also wenn du keine Antwort gibst, werde ich dir den Schädel in 7 Stücke, so heißt es immer, genau 7 Stücke zertrümmern. Ja, das sagen wir heute, was ein Blödsinn. Ja, aber in den Texten wird das immer auch als authentisch beschrieben, Klammer. Das kann ich heute nicht auseinanderdröseln, das würde dann zu weit führen. Aber nur um das mal zu sagen, dass es viele solche Beispiele gibt, wo diese Bedrohung von jenseitigen Wesen manifest ist. Jetzt eine andere Wendung, wir sind immer noch bei diesem Jenseitigen, aber da gibt es ein Phänomen, das einen vielleicht auch verwundert, dass man auch im Angesicht des Guten und Erhabenen Furcht haben kann. Also, dass man erschüttert ist im Angesicht des Göttlichen. Es gibt im Christlichen gibt es so einen Ausdruck, Mysterium Tremendum heißt das. Das ist also die Begegnung mit dem Göttlichen Grund ist für ein ehrfürchtiges Erschauern, dass einem die Haare zu Berge steht. Warum? Weil man eine Erfahrung macht, die völlig jenseits der Erfahrungswelt des Normalen ist. Nicht? Jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven, nicht? In Begegnung von einer Dimension, die übermenschliche Qualität hat. Auch da gibt es ein schönes Beispiel, sozusagen eine Anekdote von einem Brahmanen, der Govinda hieß. Fußnote, es wird gesagt, dass das der Buddha in einer früheren Existenz war. So, und dieser Govinda oder Govindo, es war ein Brahmane und das höchste Ziel der Brahmanen waren, ist ja immer in Verbindung, in Kontakt mit dem Gott Brahma zu kommen. Also hat er sich zurückgezogen in seine Meditationsklause, hat über Monate und Monate hinweg meditiert und plötzlich geschah das, was er im Innersten erhofft hatte, die Begegnung mit Brahma. Aber nicht, dass der sich gefreut hat, auch schön, dass du da bist, so ungefähr. Sondern es war genau das, was ich versucht habe anzudeuten, diese innere Erschütterung, dieses Angstgefühl, da ist plötzlich etwas mir gegenüber, eine Erfahrung, wo ich so klitzeklein bin dagegen. Da ist den großen Govinda-Priester plötzlich eine Angst überkommen und er wurde bestürzt, sein Haar sträubte sich, als er da die nie zuvor erblickte Gestalt sah. Und es hat der große Govinda-Priester entsetzt, nicht erschüttert, gesträubten Haares Brahma den ewigen Jüngling mit dem Spruche begrüßt: So schön, so mächtig, wunderbar, wer bist du, der so würdig scheint? Ich weiß es nicht und künd es mir, erkennen lehr mich, wer du bist. Also das ist das Erstaunliche daran, dass man selbst im Angesicht des Schönen, des Guten, des Erhabenen, dass man da auch Furcht haben kann.
in dem Falle im Anblick dieses mächtigen Strahlens des Lichts oder dieser Überdimension von Liebe oder Erbarmen, wie immer man das nennen will, für das unsere kleine menschliche Psyche einfach zu winzig ist. Anderes Anekdötchen noch. Es gibt ja eine Vielzahl von Gottheiten im buddhistischen Kontext. Und einer, der relativ menschennahe ist, ist der Gott Tsakku, nicht? Der Herrscher der Götter der 33. Und das war ein Anhänger des Buddha. Hat er sich mal entschlossen, ach, ich will den Buddha mal wieder besuchen. Und da gucke ich mal, wo der ist. Und eines Abends merkt er, dass der Buddha in einem bestimmten Kloster auf einem Berg ist und da begibt er sich hin. Aber von den Gottheiten heißt es ja, dass sie sehr eng mit Licht und Strahlen und Leuchten etc. verbunden sind. Und die Texte sagen, dieser Besuch habe den ganzen Berg sozusagen zum Leuchten gebracht. Um diese Zeit war denn auf dem Berge der Aussicht ein ungemein heller Abglanz entstanden, bis herab nach Mangohain ins Priesterdorf, als wie durch der Götter göttliche Pracht. Da haben denn ringsumher in den Ortschaften die Leute gesagt, wie Feuer leuchtet ja heute der Berg der Aussicht, wie glühend funkelt ja heute der Berg der Aussicht, wie Flammen sprüht es ja heute auf dem Berg der Aussicht. Was mag das heute nur auf dem Berge für ein übermächtiges Leuchten sein? Bis nach Mangohain ins Priesterdorf herab. So sagten sie erstaunt und erschauernd. Da kann man sich vorstellen, was so eine Erfahrung in einem auslöst. Vielleicht mal als Schlenker auch eine Parallele, die ich aus dem Christlichen erinnere. Da gab es ja auch noch Zeiten, wo die Menschen noch wirklich fromm waren, wo sie noch meditiert haben, wo sie sich noch verinnerlicht haben und auch Leuchten hervorgebracht haben. Nicht? Das Wort Erleuchten hat ja etwas mit der inneren Wandlung, der inneren Situation zu tun. Und da wird berichtet, dass eines Abends in einem Kloster mal wieder richtig meditiert worden ist. Und so, dass die Herzen aufgingen, dass die Mönche und Nonnen, dass sie Strahlen ausgesandt haben. Ja, was ist passiert? Die Leute im Dorf haben gedacht, das Kloster brennt. Ja? Und sind da hingerannt und wollten löschen. Wenn uns das heute einer sagt, und ich sag's ja, ja, dann schütteln wir innerlich den Kopf, aber nicht darüber, dass die Leute damals so doof waren, sondern im Grunde, dass wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können, welche Realität hinter diesen Aussagen steckt. Wieder ein Punkt. Wir müssen langsam zum Wesentlichen kommen. Ja. Angst vor existenziellen Grundtatsachen. Viererlei Schrecken gibt es. Welche vier? Den Schrecken der Geburt, den Schrecken des Alters, den Schrecken der Krankheit, den Schrecken des Todes. Was ich bisher gesagt hatte, waren eher so Dinge, wo man sagt, das wissen wir, das kennen wir, wir sind wahrscheinlich gar nicht davon betroffen oder wenn wir Glück haben, sind wir nicht betroffen. Aber jetzt kommen wir in eine Region, wo wir nicht mehr sagen können, das geht uns nichts an, weil diese vier genannten Dinge jeden von uns angehen und nicht immer, aber häufig verbunden sind mit Thema Angst und Furcht. Und der Buddha beginnt mit der Frage oder mit dem Aspekt Angst vor der Geburt. Das leuchtet uns erst gar nicht ein. Warum sollen wir denn Angst vor der Geburt haben? Wir sind doch schon da. Haben wir das Gefühl, das haben wir doch schon hinter uns. Aber das ist unser laienhaftes Verständnis. Ja, wir sind da, also haben wir die Geburt abgehakt. Ist ja nicht der Fall. Nicht? Wer die Existenz kennt, der weiß, dass das, was vor 20, 30, 40, 50 Jahren passiert ist, die Geburt jetzt war, aber viele, viele andere uns ja noch bevorstehen. Und jede Geburt, zumindest im menschlichen Bereich, im menschlichen Körper, ist immer etwas, was mit Schmerzen und Schrecken verbunden ist. Sowohl für die Mutter als auch für das Kind, das da auf die Welt kommt. Und das Bedrohliche dabei ist, wir wissen nicht, wie oft das Ganze noch mal.
Und das meint der Buddha, wenn er sagt, habt Angst vor der Geburt, nämlich vor dem, was da noch x-mal auf euch zukommt. Und das Ganze noch ein bisschen sozusagen angeschraubt, die nächste Geburt mag ja nicht unbedingt eine bessere sein als jetzt. Es ist ja nicht ausgemacht, dass wir als Brahma wiedergeboren werden, auf Wölkchen 7 oder so, oder als Sakko. Sondern es mag ja durchaus sein, dass da, wo wir wieder erscheinen, es noch ein bisschen dunkler ist oder noch ein bisschen unangenehmer, als es manchmal in diesem Leben ist. Also das wäre noch eine andere konkrete Angst, die Angst vor der schlechten Wiedergeburt. Mag alles kommen. Also die Furcht des immer wieder geboren werden. Das war die Urfurcht in den alten indischen Religionen. Die wussten, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und wer sich das klar machte, der hatte irgendwann mal wirklich die Nackenhaare stehen. Wann hört das mal auf? Wie kriege ich das zu Ende? Und das formuliert sich in einem schönen Satz, den man sich gern und gut merken kann. Oh, was wird aus uns nach jenen Tagen? Das beschleicht uns manchmal, dass wir denken, naja, in dem Leben geht's so noch einigermaßen, man kommt zurecht, aber was wird aus uns nach jenen Tagen? Wird's besser oder wird's schlechter? Nächster Punkt ist uns auch nicht wirklich fremd, nicht die Angst vor dem Alter oder Altern. Weil mit dem Geborenwerden ist zugleich das Altern verbunden, nicht unbedingt Alter. Man kann ja jung sterben. Aber Altern, der Prozess des Verschleißes von Lebenskraft, von Fähigkeiten, der ist vom ersten Moment gegeben. Und wenn man so in unser Alter kommt, wo man ein bisschen Erfahrung schon hat und sich umguckt, was alles im Alter auf uns zukommen kann, nicht muss, aber kann, dann ist es schon Grund, sich den einen oder anderen Gedanken zu machen. Und Ähnliches trifft für Krankheit zu. Wer einen Körper hat, hat Krankheit. Nicht die Möglichkeit, dass irgendwas mit diesem Körper nicht funktioniert. Die Möglichkeiten sind zahllos. Nicht? Oder die Möglichkeit, irgendwo irgendwelche Schmerzen zu haben oder zu bekommen, sind zahllos. Und da ist der Blick auf andere Menschen, wenn man mal ins Krankenhaus geht oder in ein Pflegeheim, wo auch immer, wenn man damals sieht, was alles mit diesem Körper an Krankheiten möglich ist, ja, Grund genug, erstmal einen Schreck zu kriegen, aber gleichzeitig zu überlegen, wie gehe ich damit um, was mache ich denn, damit das Ganze gefahrloser wird. Ja, und Tod kann ich kurz abhandeln, nur sozusagen als Stichwort, weil uns das auch vertraut ist. Wo Körperlichkeit ist, wo Leben ist, ist Tod programmiert. Und der Tod ist ja der große Enteigner. Der nimmt uns diesen Körper, den wir brauchen, um die Sinnendinge zu genießen, um das Leben zu genießen. Dieser Tod nimmt uns aber auch die Welt, also die Objekte, die wir brauchen, um irgendwelche schönen Erlebnisse zu haben. Und wenn man noch voller Wünsche, voller Dränge, voller Absichten, voller Pläne ist, dann ist der Tod schon ein Schwert, das über einem baumelt, weil das nämlich sagt, wenn ich runterfalle, ist heute alles zu Ende. Und da gab es einen Brahmanen, der sagte, das behaupte ich, Herr Gotama, das ist meine Ansicht. Keinen gibt es unter den Sterblichen, der nicht Angst vor dem Tode hätte. Aber das sage ich schon mal als Vorblick. Der Buddha sagt, nein, nein. Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Tod und vor dem anderen Rest auch. Aber es gibt auch Menschen, die haben keine Angst. Und das wäre schon ein Stück auch jetzt wieder Vorblick, dass das nächste Mal mir im Vordergrund steht, dass all diese Bedrohungsszenarien immer nur unter bestimmten Bedingungen existieren. Wenn diese Bedingungen verändert sind, diese Bedrohungsszenarien und damit Angst und Furcht auch beiseite ist. Aber da habt ihr noch ein bisschen Geduld. Der letzte Punkt zur Vollständigkeit, vor was man alles Angst haben kann. Ich glaube, ich habe euch genug angeboten, euch was rauszusuchen jetzt. Es wird euch nicht langweilig.
ist auch wieder etwas, was eigentlich im Kontext mit etwas Gutem ist, nämlich Angsterfahrungen, die man in der Meditation machen kann. Und vor allen Dingen dann, wenn diese Meditation in die Tiefe geht. Und ich meine die Form von Meditation, wo man das Alltagsbewusstsein reduziert, wo man die Sinnenerfahrung, die Sinnenwelt sozusagen transzendiert, darüber hinausgeht, also Zustände der Versenkung, der Vertiefung, der Stille, wo plötzlich sich etwas aufzulösen beginnt, was uns bisher immer Heimat und Stütze war, nämlich die Erfahrung von Ich und Welt. Wir leben ja aus dieser Erfahrung und in dieser Erfahrung. Ich bin da und da ist die Welt und beide kleben irgendwie zusammen. Und genau das kann in der Meditation mal verloren gehen. Dass diese sich so stabil zeigende Welt und das sich so stabil zeigende Ich plötzlich ja, entschwinden. Und dass man da einen Schreck kriegt, ja, ist selbstverständlich, wenn man nicht in diesen Dingen geübt ist. Und der Buddha selbst berichtet das aus seiner früheren Meditationspraxis, als er noch kein Buddha war, dass ihm genau das begegnet ist, nicht? Dass er in eine tiefere Meditation hineingekommen ist, aber da zurückgeschreckt ist, ganz automatisch, nicht willentlich, zurückgeschreckt ist, als er gemerkt hat, jetzt geht's in Bereiche, da habe ich noch nicht den Fuß auf dem Boden. Ja? Da ist noch Gefahr im Verzug. So, jetzt kommt noch ein letzter Abschnitt, den müsst ihr euch noch anhören. Dann sind wir sozusagen komplett für heute Abend. Und das ist ein bisschen Sprachunterricht noch. Ja, muss sein. Aber nicht wegen der Sprache, sondern wegen der Sache. Ich habe bis jetzt drüber gesprochen, ja, welche Objekte Angst auslösen sind, ja, vor was man Angst haben kann. Und ich will jetzt in ein paar wenigen Bemerkungen nochmal andeuten, wie sich Angst in uns manifestiert. Und Sprachunterricht deshalb, weil manchmal Worte und Begriffe sehr viel über die Sache aussagen. Und da hat Helmut Hecker, von dem ich vorhin kurz schon sprach, das mal sehr schön herausgearbeitet. Also das zentrale Wort, das der Buddha immer verwendet, heißt Bayang. Das heißt Angst. Das ist eine Art Oberbegriff. Und jetzt sagen die Sprachwissenschaftler, dass das zurückgeht auf eine Sprachwurzel, die Bhi heißt. Das heißt, sich fürchten oder Angst haben. In Klammern angemerkt, das hat sich bis in unsere Sprache hinein sozusagen fortgesetzt. Diese Silbe verdoppelt und dann haben wir Bibbern und Beben. Ja, das ist sozusagen der Hintergrund. Und dieses Wort Bi ist wiederum verwandt mit dem Wort, mit der Wurzel Bu, was wiederum heißt Sein oder Werden. Und da haben wir eine ganz enge Verbindung zwischen dem, wie der Buddha unser Sein beschreibt, nämlich den Zusammenhang zwischen Sein und Furcht. Über unsere Existenz sagt der Buddha dadurch nichts anderes, dass das zwei Aspekte hat. Einmal, dass das, was wir Dasein nennen, im Grunde gar nichts Stabiles ist, Festes ist, Substanzielles, sondern eine Art Beben, ein Oszillieren, eine Bewegtheit, eine Vibration. Aber gleichzeitig, dass es nicht nur einfach so ein Vibrieren ist, sondern ein angstvolles Vibrieren. Ja? Heißt auf Deutsch, dass Angst und Dasein fast identisch ist. Wo Existenz ist, ist Bedrohung dieser Existenz. Nicht? Ist Angst, dass diese Existenz verloren geht. Und damit haben wir natürlich nicht nur jetzt eine philosophische Überlegung, sondern es hat ja sehr viele praktische Bedeutung, wenn Angst und Leben ganz, ganz eng miteinander verbunden sind, dann ist Angst auch ein Problem, das wir angehen müssen. Das zweite Wort, Loma Hansa heißt das. Wörtlich Haarsträuben. Und da haben wir den Hinweis, wie sich Angst und Furcht auf unseren Körper sozusagen auswirkt. Angst ist eine Bedrohung von außen, die wird innen gespürt. Und die Haut und die Haare ist genau sozusagen der Übergang von außen und innen. Und wenn die Gefahr auf uns zukommt,
Nicht? Dann ist die erste Angstreaktion auf dieser Ebene, die Haare stellen sich, die Haut fängt an zu vibrieren, kriegt Gänsehaut oder was, nicht? Und hat dadurch so eine unmittelbare Abwehrhaltung. Also an der Kontaktstelle von innen und außen manifestiert sich das im Haarsträuben. Also wir würden vielleicht sagen, wenn es uns so ein bisschen gruselt, ja, so ungefähr. Dann haben wir als zweites Champitatang. Ja. Wörtlich heißt das Erstarrung oder Versteifung. Und das ist auch eine unmittelbare Auswirkung von Angst. Angst im engeren Sinne, es wird eng. Nicht? Wenn man wie gelähmt ist, wenn man verkrampft ist, wenn man Beklemmung spürt, wenn Herz und Kreislauf sozusagen ins Stocken kommen, wenn die Bewegung einfriert, wenn man in den Schockstarre kommt. Ja, das ist Champitatang, die Versteifung oder Erstarrung. Und das vorletzte, dann haben wir es gleich. Samvega, wörtlich erschrecken. Für die, die Pali kennen oder kennenlernen wollen, da steckt das Wort oder die Wurzel Vich drin. Das heißt im Grunde, sich schnell bewegen. Und da haben wir wieder einen Hinweis, was Angst auslöst, nämlich eine schnelle Bewegung. Erschrecken. Und diese Bewegung kann in zweierlei Richtung gehen. Ubega ist das Aufschrecken. Da geht es sozusagen nach oben, da geht es vom Sitz hoch. Ja? Das nennt man Entsetzen. Das ist ja nichts anderes als vom Sitz aufspringen. Ja? Oder Samvega ist die Bewegung nach innen, wenn man sozusagen zusammenzuckt, ja, wenn man sich klein macht. Mit anderen Worten, Angst hat diese doppelte Möglichkeit, sich zu zeigen, entweder im Fluchtreflex, zack, weg bin ich, oder im Todstellreflex. Eigentlich bin ich ja schon tot, lass mich in Ruhe, mit mir ist nichts mehr anzufangen. Ich tauche nichts mehr. So, und das allerletzte, das wäre so eine Art entschärfte Art von Angst. Da gibt es verschiedene Ausdrücke, Uttaso, Santaso, Paritasana. Wird alles mehr oder weniger übersetzt mit Zittern. Das sind so die stillen Formen von Angst. Nicht? Man rennt nicht weg und man fällt auch nicht ohnmächtig zusammen, aber man hat so Muffensausen. Ne? Der ganze Körper klappert so ein bisschen. Die Zähne klappern und die Finger zittern und bewegen sich. Ja? Also, will damit nur sagen, dass da in diesen sprachlichen Begrifflichkeiten, dass das jetzt nicht Spitzfindigkeiten nur sind, sondern dass man genauer hinschaut, auch immer sieht, dass Begriffe vieles über die Sache selbst schon sagen. Wenn man sich das klar macht, hat man auch jede Menge Hinweise schon auf das, was man eigentlich kennenlernt. Und da kann ich auch einen Punkt machen jetzt. Und ich denke, es reicht mal, um eine Beschreibung, eine abendfüllende Beschreibung von dem zu geben, was man unter Angst und Furcht verstehen kann. Es ließe sich fortsetzen, glaubt mir das, aber ich bin ja gnädig, irgendwann muss mal Schluss sein und wir haben auch das nächste Mal noch vor, genauer hinzugucken, wo kommt es her, was machen wir damit und wie werden wir es los. Jetzt mein Dank, dass ihr wie meistens also richtig geduldig wart und vielleicht Angst hatte, dass das nie aufhört. Aber da hatte ich immer mal darauf hingewiesen, dass nichts zu Ende, ohne Ende ist. Und das heißt, auch ein Vortrag über Angst ist irgendwann mal vorbei. Schön, das war's von meiner Seite. Ihr kennt das Verfahren. Die Aussprache ist eröffnet. Keine Angst, euch zu melden. Magnus. Ja, was ja auch interessant ist, ja dieser, der Umgang mit Angst oder so diese Einstellung ganz von Angst. Wir machen das ja oft so, dass wir der Angst ja so eine Daseinsberechtigung einfach einräumen. Also dass wir zum Beispiel sagen, die Angst hat einen bestimmten Sinn und hat einen Zweck. Und die ist in einer gewissen Hinsicht auch wichtig. Also zum Beispiel, dass man sagt, Angst ist ja so weit verbreitet, dass man sagt, Angst schützt mich auch zum Beispiel davor, irgendetwas zu tun. Und auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass jede Entscheidung, die vernünftig und sinnvoll war und halt auch durch Angst mit motiviert wurde, ja auch vollkommen getroffen werden kann ohne Angst, also einfach aus der Vernunft heraus. Und
Der Buddha sagt ja auch, du sagst das in Bezug auf die Hoffnung. Da war die Frage, ob Hoffnung etwas Sinnvolles ist. Und er sagt ja, egal, ob ein Mann eine Kuh am Horn melkt, mit oder ohne Hoffnung, er wird keinen Erfolg haben. Oder sie am Euter melkt, mit oder ohne Hoffnung, da wird er erfolgreich sein. Und das ist ja, diese Angst ist ja auch das bezieht sich, die Hoffnung bezieht sich ja auf die Zukunft, und so ist es mit der Angst ja auch letztlich. Und also dieses Gleichnis kann ja dann auch für die Angst genommen werden. Also egal, ob mit oder ohne Angst am Horn oder am Euter gemolken wird, mit oder ohne Erfolg, je nachdem, wo gemolken wird. Und an der anderen Stelle sagt der Buddha ja auch noch, sogar darüber hinaus, dass es vier Gemütszustände gibt, die zu schlechter Handlung führen. Das ist einmal dem Willen folgen, dem Hass folgen, der Blendung folgen oder der Angst folgen. Also da sagt der Buddha nochmal ganz deutlich, dass das schädlich ist, wenn man sich von der Angst beeinflussen lässt. Ja, manchmal kann Angst, sag ich mal, schon gut neutralisiert werden bis zu einem gewissen Punkt, wenn da dieses Bewusstsein ist, dass Angst einfach nicht helfen kann. Das hilft schon, sag ich mal, zu einer gewissen Abwendung kann das hilfreich sein. Und die Angst wird dann etwas reduziert schon. Ja, sehr schön, da brauche ich gar nicht viel zu sagen, weil die Beschreibung richtig ist, die würde ich unterschreiben. Ein bisschen lauter. Ja! Wir werden das nächste Mal aber ein paar Beispiele auch hören zu dem, was du zum Schluss gesagt hast, die relative Bedeutung von Angst, dass man sie zu einem Instrument machen kann. Notwendig ist sie nicht. Ja, also nehmt das Beispiel mal mit dem Pitbull da, der mir begegnet. Ja. Mein Verstand kann mir schon sagen, der hat so ein Maul, nicht? Und du bist so klein, wenn der zupackt, brauchst du nichts mehr zu Nacht essen, so ungefähr. Dann kann meine Einsicht schon sagen, geh auf die andere Straßenseite. Also ich muss nicht Angst haben, die mir dann sagt, geh rüber. Aber das kann auch eine Motivation sein, die unter Umständen hilfreich ist, aber nicht notwendig ist. Und gerade bei dem, was ich zum Schluss gesagt habe, ist ja gezeigt, dass Angstformen auch geradezu blockieren können. Ja? Also wenn der Frosch vor der Schlange Angst hat, dann springt der nicht weg, sondern der wird starr und lässt sich fressen, so ungefähr. Ja? Aber wie gesagt, da werden wir das nächste Mal noch ein paar Beispiele hören. Im Grunde ist das, was du sagst, völlig richtig. Jo. Ich habe aus deinem Buch eigentlich zwei Abgrenzungen rausgehört. Und das eine ist die Angst vor dem, was in der Zukunft liegt, was kommen kann. Das andere ist Angst in der Vergangenheit. Du hast zum Beispiel erwähnt, dass ich irgendwelche Taten begangen hat und mich das verfolgen kann, was ich denn getan habe, vielleicht auch nicht getan habe. Das ist ja beides quasi Kopfkino, weil es ist ja entweder schon geschehen oder es wird vielleicht gar nicht geschehen. Aber unabhängig dessen, und das habe ich bei dir jetzt nicht so rausgehört, gibt es ja eigentlich auch die jetzt gerade begründete Angst. Ja, also zum Beispiel, ich habe eine Krebsdiagnose oder jemand Naheliegendes liegt im Sterben. Somit setze ich mich automatisch auch mit dem Sterben mehr auseinander, als vielleicht ich es noch gestern getan habe. Und also ich glaube, dass dadurch automatisch auch diese körperlichen Wirkungen, die man da haben wird, stärker sind auf mich. Also die jetzt nicht irgendwie eine Spinnenangst habe oder irgendwelche anderen Sachen, die mich eh täglich aufschrecken lassen in einer rational unbegründeten Situation. Ja? Und ich glaube, dann geht es mir auch näher. Ja? Also wenn diese Angst gerade in jetzt was mit mir anfängt. Ja? Oder wie siehst du das? Nee, sehe ich genauso. Im Grunde haben wir es mit drei Zeiten zu tun. Nicht? Was war? Rückwirkend, was könnte sein und was ist im Moment. Aber ich denke, das Beispiel mit dem Hund, ja, ist ja gerade ein Beispiel, was jetzt im Moment sein kann. Nicht? Also wenn ich auf der Straße rumlaufe und es kommt einer mit der Pistole auf mich zu, ist es eine momentane Situation, kein Kopfkino. Oder, ich habe hier die Beispiele genannt, Alter, Krankheit, Tod, das mögen ja Dinge sein, die unmittelbar manifest auf mich zukommen. Also da sind wir in der Sache nicht weiter. Oder nicht weit auseinander an dem Punkt, sind wir beieinander. Aber es ist wohl sehr
individuell unterschiedlich, was einem beschäftigt. Menschen, die in ihrem Kopf, in ihren Gedanken gefangen sind, die haben Angst vor allen möglichen Dingen, die nie auftauchen, ungefähr. Also meine Mutter, Zeitlebensangst, was ist mit dem Bub? Hoffentlich passiert ihm nichts. Ja, hoffentlich hat er keinen Unfall. Ich habe nie einen Unfall gehabt, der wirklich bedrohlich war. Aber die Frau hat 60 Jahre Angst gehabt, dass dem Bub was passiert. Das ist Kopfkino, aber das ist ganz real. Und ich las einmal eine Überschrift in einer Zeitung, die hat so große Buchstaben, ja? Große Überschriften hat die Zeitung. Und da stand drin, Frau brachte sich um. Warum? Sie hatte Angst vom Frühjahrsputz. Ja, völlig abstrus. Ein normaler Mensch sagt, mystische Arbeit, okay, sie muss sein. Aber es war ein konkreter Fall von neurotischer Angst, so eine Panik, dass die Aussicht, jetzt muss ich die Bude ausräumen und sauber machen, sie in den Tod getrieben hat. Also es ist sehr, sozusagen, subjektiv, was bedrohlich ist. Der eine lässt eine Spinne über seine Hand klettern und sagt, ach, guck mal, so ein schönes Tierchen, ja, wie putzig, wie sie schön behaart ist. Und ein anderer fällt geradezu in Ohnmacht, wenn so ein Tier nur am Vorhang hochkriegt. Sehr, sehr unterschiedlich, was uns bedrohen kann und vor allen Dingen, wo die Gründe dafür liegen. Alt, erst du. Und letztendlich, jetzt gerade, wo du das sagst, ist es doch die Ursache eigentlich. Jede Angst ist die individuelle Seinssicht, ja. Wie ich das Sein sehe. Wenn ich dieses Vibrieren als ganz natürlich Evolution sehe im göttlichen Plan, ja, dann geht doch alles, was mir begegnet, kann ich doch gewiss sein, dass es mir nur zum und dem Ganzen zum Guten geschieht. Ja. Wenn es jetzt schreckliche Dinge sind, dann sollen sie mich ja bewegen, irgendwie anders weiterzumachen als bis jetzt. Und es ist ein Bewusstseinsprozess. Und da kann man das Gegenmittel entwickeln mit diesem Bewusstseinsprozess, nämlich das Vertrauen. Ja. Wir greifen schon ein bisschen vor, aber das schadet nichts, weil man das ja nicht wirklich trennen kann. Ja, wir haben heute einen Schwerpunkt gelegt. Das nächste Mal wird ein anderer Schwerpunkt sein. Aber schon bei der Betrachtung, jetzt sehen wir, die Hintergründe müssen ja da sein. Warum hat jemand Angst vor einer Sache X, wo ein anderer Mensch drüber lacht? Ja, der Hintergrund ist immer die Bedrohungssituation. Und bedroht wird das, was man für wichtig hält. Wenn ich dieses Ich für wichtig halte, ja, dann ist Bedrohung überall. Wenn ich dieses Ich, oh ja, ist schon ganz gut, wenn es da ist, aber nicht wirklich existenziell bedeutsam. Also wenn dieses Ich nicht wirklich groß geschrieben wird, wird die Angst entsprechend weniger. Wenn ich Anliegen habe, Wünsche, nicht, Willen, die ich dann in der Welt realisiert sehen will, dann entsteht Angst, hoffentlich klappt das, ja, oder hoffentlich kommt da nichts dazwischen. Wenn ich keine großen Anliegen habe, ja, kann passieren, was will. Also wenn ich morgen mit einer Wandergruppe da, Manfred will mit einer Wandergruppe da den Mount Everest besteigen, da hat er Furcht, dass es schlechtes Wetter gibt und das Ganze ins Wasser fällt oder der Sturm, der Schneesturm sie da kurz vorm Gipfel wegfegt. Wer Interesse hat am Fernsehprogramm morgen Mittag um dieselbe Zeit, der hat entsprechend überhaupt keine Angst, wie es Wetter im Himalaya wird. Also es ist immer eine Beziehung auch zu den Dingen, die ich möchte, die ich brauche, mit denen ich mich identifiziere. Und je nachdem, wie ich das tue, kann und wird Angst entstehen, wenn ja da irgendwas durchkreuzt wird oder etwas unsicher in der Realisierung ist. So, Doris, hattest du dich gemeldet? Ja, also gewissermaßen hast du es ja schon gesagt. Also es gibt ja auch noch die selbstschützende Angst, ne? Also wie du schon gesagt hast mit dem Hund, ja, der, ich weiß, wenn ich dem jetzt näher komme, macht der Hackfleisch auf mir, ja. Oder ich sage dann, ich gehe auf den Hund zu, dann macht er mir gar nichts, ja. Und dann macht er doch Hackfleisch auf mir. Also dann war es irgendwie unvernünftig, auf den Hund zuzugehen, ne? Ich will euch ein Beispiel nennen, wo du Hund sagst, ja. Vielleicht ist das überhaupt der Grund, warum ich das Beispiel nenne, weil es mir eingefallen ist. Also bei uns in der Nachbarschaft, so drei Häuser weiter, wohnen zwei nette Hunde. Die Köpfe sind ungefähr so, ja? Und die Körper entsprechend. So, und du gehst da ahnungslos vorbei und plötzlich hast du einen Schall im Ohr, dass dir wirklich, da kommt die Erstarrung, von der ich vorhin gesprochen habe, ja.
Und da habe ich mich schon angewöhnt. Ich gehe aus der Haustür raus, gleich gegenüber der Straßenseite, und dann sehe ich, ob sie da sind oder nicht da sind. Ja, ich habe schon eine innere Vorbereitung. Und neulich passierte was ganz Witziges. Ich beobachtete, wie auf der anderen Seite Leute entgegenkamen. Zwei schwache Frauen. Ja? Ganz schwächlich. Und da dachte ich, oh je, was passiert denen, wenn die jetzt da auftauchen und diese Kerle da, legen sie los. Das sind richtige Höllenhunde. Ja, die Frauen sind da vorbei. Ei, ihr Lieben, ach, wie geht's euch? Na, feiner. Ja, die Hunde haben gar nichts gemacht, verstehst du? Ja, wir haben nur verblüfft da geguckt. Ja, das ist Wirken und Erleben, verstehst du? Das ist der Zusammenhang. Es gibt nicht dieses Objektive von Gefahr. Es ist immer, wie wir an dem Beispiel sehen, sozusagen die Relation. Die hatten keinerlei Respekt vor diesen Hunden. Im Gegenteil, die mochten wahrscheinlich Hunde und haben die sozusagen als Liebewesen empfunden. Und die konnten sich nicht erschrecken, verstehst du? Ich habe Respekt, weil ich vor vielen Jahren mal eine Begegnung hatte, nicht? Das könnte ich euch heute noch zeigen. Die Spuren sind noch da. Der wollte nur spielen. Das kennt ihr, ja? Aber der hat auf eine Art und Weise gespielt, dass ich ins Krankenhaus musste. So, das ist der Hintergrund, warum in mir sozusagen der Geist sagt, Vorsicht, Vorsicht, ja, da könnte etwas... Ja, so ist das Leben konkret. Ja, und da habe ich gedacht, Junge, du musst dich vielleicht mal ändern an dem Punkt. Nicht? Du wirst das nächste Mal bewusst nicht auf die andere Seite gehen, sondern du wirst drei Schritte vorher innehalten und wirst dir sagen, vielleicht sind sie da, vielleicht fallen sie dich gleich an. Die gehen da immer so auf die Mauer. Ja? Wenn du da innerlich vorbereitet bist, gehst du schon anders mit ihnen um. Und dann rechne ich hoch, die werden ja auch älter, ne? Das merke ich schon. Die lassen auch schon nach ein bisschen. Ne? Der eine hat schon eine Operation an der Hüfte, ist ein Leidensgenosse, und die werden alle schon ein bisschen schwächer, von daher entspannt sich das. Aber ich mache es ein bisschen witzig. Entscheidend ist aber die innere Haltung dazu. Ja? Da hat man einen Ansatzpunkt. Wir werden die Welt nie so gestalten, dass sie gefahrlos ist. Also diese Welt nicht. Aber wir können uns so verändern und wandeln, dass wir nicht alles als Gefahr empfinden. Beziehungsweise vieles, was an Bedrohung da ist, einfach aus dem Verkehr ziehen. So, endlich hast du es geschafft. Du bist dran. In der Januar- oder Februar-Unterweisung hatten wir ja darüber gesprochen, alles entsteht im Geist. Das ist ja jetzt wieder, wieder angesprochen. Das heißt also, viele Ängste, die wir uns schon machen, passieren im Geist und wir wissen gar nicht, ob so etwas eintritt. Das ist mir verständlich, jetzt längst verständlich geworden. Ist auch ein guter Weg jetzt mittlerweile auch für mich zur Übung. Aber ich habe auch mal darüber nachgedacht, es gibt ja diese Ängste, die Sie jetzt auch angesprochen haben, nämlich plötzlich wird man bedroht. Plötzlich steht da einer mit dem Messer. Und dann habe ich habe das dahingehend erlebt, dass ich in dunklere Gasse ging und auf einmal stand da, kam aus einem nicht zu sehen für mich, kam einer raus. Ich habe dermaßen einen Schreck gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, warum hast du jetzt so einen Schreck gekriegt? Der ist einfach weitergegangen, der Mensch. Der hat mir nichts getan. Und da habe ich mal darüber nachgedacht. Und ich habe gedacht, es hat mir so Angst gemacht, weil ich davor Angst habe, vor diesem Leiden, was vielleicht passieren kann. Das heißt, dass der mir die Kehle durchschneidet oder dass der mich noch quält, bevor ich sterbe. Ja? So, und jetzt frage ich mal an den Alfred, der Buddha sich darüber ausgelassen hat, was ist die eigentliche tiefe Angst bei diesen plötzlichen Bedrohungen? Ist es die Angst, vernichtet zu werden, also tot zu gehen? Oder ist es mehr die Angst über das, was vielleicht alles kommen kann, dass bis sie zu Folter gehen kann? Es kann ja auch ein Sadist sein, der mich doch stundenlang quält. Ja? So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe massive Angst, stundenlang gequält zu werden. Ja? So. Was ist es jetzt, hat er da was Genaues zu sagen und was könnten wir da in unserer Kontemplation oder in unserer Meditation mit hineinnehmen, um diese tiefen Ängste, die aus einer Akutbedrohung kommen, die also wirklich da real ist, da steht ja jetzt wirklich ein Messer, dass wir die besser bearbeiten. Das sind die Krimis. Ich gucke keine Krimis. Also akute Angst, akute Bedrohung hat immer was damit zu tun, dass unser Geist nicht sozusagen aktuell ist. Nicht? Nicht auf der Höhe der Zeit. Er rechnet nicht mit Dingen, mit denen man eigentlich rechnen muss.
Und an dem Beispiel, wir haben so den stillen Glauben, wir leben ewig. Ja? Uns gibt's ja auch bisher immer. Wir waren ja nie da oder nie nicht da. Uns hat ja bisher noch nie einer umgebracht. Wir leben ja seit unserer Geburt. So, und das tragen wir so mit uns rum. So geht es weiter. Und das ist eine Situation, die dann auftauchen kann, wo einem plötzlich gesagt wird, nein, es kann auch anders sein. Es kann auch sein, dass du die nächsten 5 Minuten nicht mehr überlebst. Das heißt, das Stichwort Unwissenheit, konkret die Bezogenheit auf das Nicht-Gewahrsein der Möglichkeiten, die mit diesem Körper da sind. Und ich werde auch in der nächsten Runde nochmal über eine kleine Lehrrede berichten, wo ein solcher Fall geschildert wird. Nicht? Ein Mönch, ein Heiliger, gerät in die Gefangenschaft von Raubmördern. Und die haben schon eine Reihe von Reisenden umgebracht. Und der Chef fragt diesen Mönch, Atimutu heißt er, warum zitterst du nicht? Die Kerle, die da liegen, die haben alle gebibbert und Angst gehabt. Warum zitterst du nicht? Hast du keine Angst, dass du jetzt umgebracht wirst? Dann sagt er, nee. Warum denn? Ihr befreit mich doch nur von einer Last. Ja. Ihr befreit mich doch nur von einer Last, von diesem Körper nehme ich. Ich sage gleich dazu, es war kein Otto-Normalverbraucher, es war ein Heiliger. Ja? Dass wir uns die falschen Maßstäbe anlegen. Aber die Sache zeigt schon, in welche Richtung das geht. Je stärker ich mich mit diesem Körper identifiziere, umso stärker habe ich Angst vor Bedrohung. Wenn ich diesen Körper nur als Last empfinden würde, ja, dann gucke ich, wer nimmt mir denn diesen Ballast? Ja? Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Jetzt habe ich mal ein rein Praxisbeispiel. Ich habe vor ein paar Tagen massive Krämpfe gekriegt. Ich war allein und habe Krämpfe gehabt. So, dann ist mir sofort gekommen, musst du jetzt sterben. Ja, war wirklich schlimm, war wirklich heftig. Und mit allem dazu, Übelkeit, Schwindel und was auch immer. Du bist jetzt dran, ja, so. Dann habe ich mir wirklich gedacht, Alfred sagt immer, alles entsteht im Geist. Und dann habe ich gesagt, beruhige dich. Das ist ich höre schon, was der Meister sagt. Und da habe ich bei mir gedacht, Alfred sagt, alles entsteht im Geist. Also, mach dir jetzt klar, du musst jetzt keine Ängste haben vor was vielleicht gar nicht kommen wird. Ich fange nicht an zu spinnen. Wenn es kommt, hast du Pech gehabt, das hast du ja auch mal erzählt, ja, dann hast du es eben bewiegt. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es war leider dann doch nicht so erfolgreich. Einfach aus dem Grunde, weil ich dann dauernd dachte, was kommt jetzt noch? Wie schlimm wird es noch? Wird es noch ganz dramatisch, stundenlang leiden? Und da ist die Frage, jetzt hast du ja auch gesagt, es ist die Unwissenheit. Es ist natürlich meine Unwissenheit. Aber wenn ich doch die Unwissenheit nicht beheben kann, dann kann ich doch gar nicht anders als Angst haben. Oder gibt es da eine Schnellhilfe, ohne dass man wirklich alles verstanden hat? Denn dieser Meister, von dem du erzählst, dieser Heilige, der ist ein Heiliger, der hat es ja längst kapiert. Ja, ich habe es noch gar nicht kapiert. Was haben wir denn dann für eine Schnellhilfe sozusagen? Das ist immer dein Thema. Du willst alles und willst es sofort. Und meine Antwort ist auch immer dieselbe. Du kannst alles kriegen, aber nicht sofort. Und ich habe 2 Dinge beschrieben. Ich habe die Lebenssituation von Otto Normalverbraucher beschrieben. Das sind wir. Und habe angedeutet die Situation eines Heiligen, der befreit ist von all diesen Dingen. So, das haben wir verstanden. Du willst von 0 auf 100. Und zwar ohne Beschleunigung, so ohne Anlauf, ohne alles. Ja? Und ich sage zum wiederholten Male, das geht nicht. Gut, aber es hätte mir ja schon gereicht, für ein bisschen weniger die Angst geworden wäre. Das habe ich aber nicht geschafft. Du hast es doch zumindest im Ansatz, zumindest punktuell geschafft für eine gewisse Zeit, was dir zeigen könnte, es funktioniert im Prinzip. Und das ist schon sehr viel. Die meiste Angst, die wir haben, oder die Angst, die sich verstärkt, verstärkt sich deshalb, weil wir das Gefühl haben, ich kann nichts dagegen tun. Das ist diese Ohnmacht, das Gefühl der Ausgeliefertheit, des Ausgeliefertseins. So. Und was immer der Buddha lehrt,
immer dasselbe. Es ist immer, ich weiß gar nicht, warum er immer wieder kommt. Es ist doch immer dasselbe. Das ist der achtfache Weg, die acht Übungsaspekte, die wir spirituelle Praxis nennen. Und die führt im Grunde immer zur Transzendierung, zur Auflösung der Probleme, die wir haben. Nur eben in einer inneren Gesetzlichkeit. Nicht? Wenn du heißes Wasser haben willst, kannst du zwar sagen, ich will jetzt heißes Wasser, weil ich mir einen Tee kochen will. Aber du musst den Topf auf den Herd stellen und dann muss das Wasser warm werden und dann heiß werden und irgendwann ist es 100 Grad. Und das ist der Weg, sozusagen, ja, Weg ist das Stichwort, nicht sich zum Ziel wünschen, sondern den Weg gehen. Und das wird, ja, ich verweise jetzt immer sozusagen auf Künftiges, aber ist egal. Das ist ja das, was uns die ganze Zeit beschäftigt, aus unterschiedlichen Perspektiven kommen wir ja immer wieder dran. Was ist spirituelle Praxis, was gehört dazu und was bewirkt sie? Und die Praxis ist eben eine Praxis und die ist langfristig angelegt. Wenn wir sehr in Unwissenheit verfangen sind, sehr im Ich-Glauben verhaftet sind, die Betonung liegt auf sehr, dann haben wir entsprechende Mühe, diese Verstrickungen loszuwerden. Und wenn das wenige dünne Fesseln sind, die uns noch plagen, dann haben wir entsprechend kein Problem. Und es bleibt nicht mehr viel zu tun. Und das ist immer die Frage, wie stark sind die Fesseln auf der einen Seite und wie stark sind demgegenüber die Kräfte, mit denen wir umgehen. Und da sagt der Buddha an einer Stelle, guckt euch eine Wachtel an, ja, wenn die mit einem Bastfädchen festgebunden ist, ist das ihre Gefangenschaft, kommt nie frei. Und guckt euch einen Elefanten an, wenn der mit einem starken Tau festgebunden ist, der zieht einmal kräftig und da ist das Tau ja, zerrissen. Und so geht es uns. Die Frage ist, mit welchen Fäden, mit welchen Tauen sind wir gebunden und welche Kräfte, welche Fähigkeiten haben wir schon entwickelt, damit umzugehen. Und da hilft nur eins. Weitermachen. Ja? Nicht hoffen, dass es schnell geht. So, jetzt die Karin dran. Ja, also bei mir ist etwas ganz Interessantes, weil ich habe, wenn ich zur Arbeit Griechenland, ne, am Strand entlang, habe ich einen Weg, der sehr dunkel ist, sehr steinig ist und wenn ich gehe manchmal auch sehr, sehr spät. Und ich weiß nie, was mir da auf dem Weg begegnen kann. Weil es sind manchmal auch Flüchtlinge da gewesen und was nicht alles. Jetzt stehe ich mal vor diesem Weg und spüre einfach in mich hinein. Wenn ich so das Gefühl habe, es ist okay, dann gehe ich den Weg. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht okay, dann gehe ich einen anderen Weg, der ist ein bisschen umständlicher und geht, ist weiter. Ich weiß doch nie, was jetzt gewesen wäre, wenn ich den Weg gegangen bin. Oder nicht gegangen bin. Aber es ist wie so ein, jedes Mal eine Entscheidung. Meistens gehe ich den Weg. Gehe fast immer. Aber hin und wieder kommt es vor, dass ich sage, es ist heute nicht gut, den Weg zu gehen. Dann gehe ich einen anderen Weg. Da würde ich noch eine Anekdote ergänzen, die ich vorhin ausgelassen habe, weil es sonst zu lang geworden wäre. Ihr habt den Namen Anathapindika wahrscheinlich schon gehört. Das ist einer der großen Förderer des buddhistischen Ordens. Und irgendwann kam es zu dem Erstkontakt, zu dem ersten Gespräch von Anathapindika mit dem Buddha. Und er war schon ganz nervös, weil er wusste, heute werde ich mit einem Buddha sprechen. Und er ist da aus der Stadt herausgegangen. Und da hieß es, Stichwort jenseitige Wesen, die wollten nicht, dass da wieder einer sozusagen Buddhist wird. Ja? Und sie haben Dunkelheit verbreitet, nicht? Psychologisch. Anathapindika war sich unsicher, hat den Weg nicht gefunden, hat das Tor nicht gefunden, wo es zu dem Buddha ging. Und da heißt es aber, andere jenseitige Wesen hätten ihm gesagt, geh weiter. Jeder Schritt, den du jetzt gehst, ist sehr viel mehr wert als alle Geschäfte, die du künftig noch als Kaufmann und Bankier machen wirst. Das nur als kleiner Hinweis darauf, dass wir nicht nur von unseren äußeren Sinnen leben, sondern das, was wir Intuition nennen, auch eine Art von Wahrnehmung ist.
nicht? Intuitive Wahrnehmung, die uns sagt, lass es heute, hat keinen Tauch. Oder wo wir auch unter Umständen bestärkt werden. Ja, mach das, das ist jetzt richtig in Ordnung. Egal, wie wir das jetzt persönlich sozusagen definieren und einschätzen. Aber auch das gibt es, dass sozusagen eine Stimme in uns besser Bescheid weiß, was im Moment los ist, als das unser rationaler Verstand kann. Und es lohnt sich, das mehr sozusagen ja zu trainieren, da mehr achtsam zu sein. Was sagt mein inneres, besseres Wissen zu dem, was im Moment los ist? Ja. So, jetzt habe ich vergessen im Laden. Ja. Ich habe drei Punkte, glaube ich. Also ich glaube, die Angst vor dem Unbekannten, das, diese Ohnmacht, das ist so, weil wir waren schon immer da und wir wissen nicht, was ist, wenn wir nicht da sind. Und das kann ja der Geist, weil er eigentlich durch die Vergangenheit konditioniert ist, kann er ja gar nicht das vorwegnehmen. Und genau wie den Weg, ich könnte den 1000-mal gehen, das hat geklappt, aber beim 1001-mal kann doch was passieren. Das sagt diese Unbekanntheit. Und Abneigung gegen dieses Unbekannte, damit umzugehen, das als Teil des Lebens zu akzeptieren, das ist durchaus dazugehört. Das ist nicht alles garantiert ist, dass es gut gehen wird. Und zwei andere Punkte habe ich aber noch, welche fürs nächste Mal. Einmal die Kontrolle durch Angst. Also Massen, Unwissende, die über die Sachen gar nicht belehrt sind, werden ja von Fürsten in dem Fall oft kontrolliert und es führt dazu Kriegen. Also wenn du den nicht umbringst, dann wird er dich umbringen. Und so hältst man ja die Leute gegenseitig auf. Und auch die Kontrolle der Fürsten, dass Leute gar nicht Befreiung erlangen. Weil durch die Befreiung sind sie gar nicht mehr kontrollierbar. Obwohl diese Leute eigentlich von der Bewusstheit her Gewinner einzustufen sind, haben sie trotzdem eine Macht über Leute, die nicht dahinter kommen. Und der letzte Punkt war noch, dass die inflationsartige Zunehmen von Neurosen und Angstzuständen, vielleicht war es schon immer so, aber mir scheint es auch, dass die Bevölkerung auch, ich weiß es nicht, weiß nicht und dass dadurch auch mehr Ängste entstehen, auch gebunden mit dem Ich-Gedanken, mit diesem, ich muss mein Ich schützen, das ist das Wichtigste, was ich habe, dass das auch damit reinspielt. Ja, du hast eine ganze Palette jetzt aufgezeigt, was so an konkreten Zusammenhängen zu nennen ist. Ich will vielleicht mal pauschal auf eine Antwort hindeuten. Zwei Aspekte. Das eine kommt hier wieder unsere Ahnungslosigkeit. Wir wissen nicht, was sein wird. Wir halten uns für so intelligent und clever, aber wir wissen nicht, was in der nächsten Sekunde ist. Überlegt euch das mal. Ja, unser Geist ist nicht in der Lage, wahrzunehmen oder zu erkennen, was da draußen passiert. Räumlich und zeitlich, was ja in einer halben Stunde oder in fünf Minuten oder morgen passiert. Aber das zeigt zugleich unsere geistige Beschränktheit. Je mehr diese geistige Beschränktheit aufgehoben wird, umso mehr werden die Grenzen von Zeit auch aufgehoben. Sowohl nach rückwärts, was Erinnerung angeht, was früher war, als auch was ja den Blick in die Zukunft angeht. Und für einen Buddha ist es kein Problem, diese Zeit, diese selbstgemachten Zeitschranken zu überwinden und deshalb zu wissen, was morgen passiert. Der unterhält sich mit Leuten und die sind großspurig und führen sich auf und er sagt, in 7 Tagen bist du tot. Und man wird dich dort und dort verscharren. Und du wirst da und da wiedergeboren. Ja, Blindheit. Was ist in den nächsten 7 Tagen? Und der Buddha sagt es ihm. Und genau das passiert. So, der Ansatzpunkt, jetzt theoretisch, das ist wieder der Praxisansatz. Unsere geistigen Schranken, die wir uns selbst auferlegt haben, nach und nach beiseite zu tun. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, den ich auch immer mal wieder erwähne, der ganz zentral ist. Dasein hat nur mit 2 Dingen zu tun. Wirken und erleben. Was wir tun und was wir erleben. Und das ist etwas, was auch Teil der Blindheit ist. Wir wissen nicht, dass all das, was jetzt passiert, die Frucht unseres vergangenen Wirkens ist. Und da wir uns nicht rückerinnern, haben wir auch keine Ahnung, was noch auf uns zukommt.
Aber was wir in der Hand haben, ist sozusagen unser Verhalten jetzt zu ändern, um in Zukunft diese Dinge auszuschließen. Nach da jetzt schon ein Vorblick. Nicht? Der Buddha sagt, das Einhalten der fünf Sila heißt, Menschen, die mit mir zu tun haben, Angst zu nehmen, ich mache euch was. Und das heißt umgekehrt, sich selbst von Angst zu befreien, dass bestimmte negative Dinge auf uns zukommen. Deshalb ist es müßige Spekulation für uns, was mag übermorgen passieren. Aber wichtig ist für uns, unser Leben so zu gestalten oder umzugestalten, dass die Dinge, die jetzt von uns ausgehen, im Denken, im Reden und im Handeln, nicht die Qualität haben, anderen Furcht zu machen, weil das nämlich bedeutet, diese Furcht kehrt zu mir zurück. Das ist der praktische Ansatz. Mach keinem Angst und du wirst keine Angst haben. Ja, jetzt sind wir wieder vom praktischen Beispiel. Schaffe ich das? Ja? Oder bin ich da auch noch beschränkt? Das ist der generelle Ansatz. Verhalte dich so, dass du niemandem Angst einflößt und du wirst sehen, dass sich deine Umgebung so verändert, dass diese Umgebung dir keine Angst flößt. Vom Geiste gehen die Dinge aus. Nicht? Das ist der Kernsatz. Vom Geiste gehen die Dinge aus. Haben wir noch jemand übersehen? Zum fremden Vorwurf noch mal eine Frage. Dem Buddha wird ja auch ein Vorwurf gemacht von außen. Den habe ich gelesen. Da heißt es, da kommt einer, der sagt, der hätte irgendein junges Mädchen verführt. Und der Buddha schweigt dazu. Und ich habe da in den weiteren Schriften gelesen, dass immer die Buddhas oder die Meister schweigen. Selbst wenn sie dann verurteilt werden und es ihnen zum Nachteil gereicht. Und da würde ich dich ganz gerne nochmal fragen, wie ist das konkret in unserer Zeit umzusetzen? Wenn mir also einer einen massiven Vorwurf macht und ich weiß, ich habe ganz bestimmt das nicht getan. Und das würde mir aber, das würde bei mir dazu führen, dass ich eventuell gelassen werde. Ja, dass man sagt, so ist untragbar der Mann, ja, wenn er sowas getan hat, dass ich massiv bestraft werde, was auch immer nicht. Ich massive Verluste erleide. Habe ich dann auch zu schweigen oder ist dann schon so, dass ich alles dafür dran setzen soll, zu beweisen, dass ich unschuldig bin? Oder was meinen die Buddhas dann damit? Wir sollen einfach stillhalten, gleichmütig sein. Was ist denn? Es waren zwei ganz unterschiedliche Dinge, die du gesagt hast. Es waren zwei unterschiedliche Dinge, die du genannt hast. Der Buddha wird ja gelegentlich der Muni genannt. M-U-N-I. Und das heißt der Schweiger. Der schweigt. Ja? Aber wir haben ja so viele Lehren von dem Buddha. Also kann er nicht nur geschwiegen haben. Sondern er hat auch geredet. Und das Schweigen, um das es geht, ist gar kein Schweigen der Lippen, sozusagen. Ja? Sondern ein Schweigen des Herzens. Ein Schweigen insofern, dass da keine Gegenwehr auftaucht. Keine Reaktion. Ich gebe dir eine. Und wenn du das nochmal sagst. Und wir sehen uns vor Gericht wieder. Sag das nie mehr. Ich bin der Stärkere. Ja? Das Schweigen ist einfach ein nicht emotional reagieren auf einen Angriff, auf ein Ich, das sowieso gar nicht so existiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Lippen etwas sagen können. Und das hat der Buddha auch in diesen konkreten Anschuldigungen nicht nur den Mund gehalten, sondern es ist zunächst der Angriff innerlich abgeperlt. Das war kein Thema für ihn, weil er wusste, ich habe damit nichts zu tun. Er hat seinen Mönchen gesagt, in 7 Tagen spricht keiner mehr darüber. Ja? Und auch diese Anschuldigungen haben sich sozusagen selbst offenbart. Warum? Einem Buddha, der innerlich völlig rein ist, dem kann man nichts ans Bein binden. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Schweigen hat nichts mit Verlautbarung oder Nichtverlautbarung zu tun, sondern mit der inneren Haltung der Souveränität, des Gleichmuts. Aus dieser Haltung kann man immer alles sagen. Aber aus Zorn, Aversion, Abwehr kann man auch viel sagen. Aber es fruchtet nicht, weil das nur sozusagen wieder zu dir zurückgespielt wird.